So, hi, ich begrüße dich erstmal. Wie geht's dir so? Wie es mir geht? Mir geht's gut. Ja, das ist doch schön. Jetzt erzähl uns doch erstmal was über dich. Wie heißt du überhaupt? Welchen Film hast du so gedreht? Soll ich das abnehmen? Ich heiße Theo Dassler. Von mir bzw. von uns als Kollektiv ist der Film Zauberland. Unser Film ist ein One-Take, der dauert ungefähr 15 Minuten und spielt in einer Silvesternacht. Und es war von uns eigentlich ein Experiment, herauszufinden, ob es möglich ist, mit nur einem Versuch in dieser Silvesternacht das zu drehen. Es gibt zwei Darsteller, die sich, es ist eine Verwechslungsgeschichte, also die Darstellerin verwechselt den Herrn, der auf einer Brücke steht, mit jemandem, den sie denkt zu kennen und reißt ihn dann einfach mit in die Nacht und ist natürlich mit Feuerwerk und so weiter. Das klingt schön. Und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt diesen One-Take zu machen? Einerseits entspricht natürlich der One-Take als Stilmittel in dem Moment der Story, weil es einfach so, man wird in die Nacht reingezogen, es ist einfach ein Durchlauf. Und Valentino, der Regisseur, mit dem ich das zusammen gemacht habe, also wir haben gemeinsam Regie geführt, der hatte eben die Idee zu sagen, er wollte das schon länger mal machen. Dann haben wir gemeinsam ein bisschen die Story entwickelt und das halt gedreht. Cool, ne? Und seit wann machst du schon Filme oder war das jetzt der erste? Nein, ich mache schon eine ganze Weile Filme. Ich glaube, meinen ersten relativ beschissenen Science-Fiction-Film habe ich mit 12 Jahren gemacht. Der liegt irgendwo ganz tief im Giftschrank. Und seitdem immer mal wieder Kurzfilme, mittellange Filme und verschiedene Experimente, sag ich mal. Und findest du Teamwork ist beim Filmdrehen essentiell oder geht das auch im Alleingang? Ich würde sogar sagen, Teamwork ist nicht nur essentiell, sondern ein bisschen mehr, weil, wir als Regisseure, wir sind im Grunde keine eigentlichen Künstler in dem Sinne, sondern wir sind ja nur diejenigen, die gucken, dass alle in die gleiche Richtung arbeiten. Das heißt, wir sind ganz doll darauf angewiesen, dass alle anderen um uns herum sehr viel mehr wissen als wir selbst. Dementsprechend ist natürlich Teamwork an der Stelle ganz wichtig, damit alle da ineinander greifen. An der Stelle ist dann die Regie natürlich als sozusagen nur Moderator für das Teamwork da. Aber die künstlerischen Leistungen, die kommen natürlich aus der Crew, aus dem Team. Deswegen müssen die alle zusammenarbeiten, sonst macht ja jeder irgendwie sein eigenes künstlerisches Ding. Und am Ende hast du einen Film, der irgendwie das Kostüm passt nicht zum Szenenbild, das Schauspiel passt nicht zum Drehbuch. Und dann hast du ein Problem, weil dann funktioniert der Film nicht. So, jetzt hattest du mir vorher aber auch schon gesagt, wir kommen jetzt nämlich zum Schluss, dass in eurem Film auch ein paar holländische Passagen drin sind, niederländische Passagen. Jetzt wäre die Frage noch, könntest du dir auch vorstellen, mal einen Film nicht auf Deutsch, sondern auch auf Englisch oder einer ganz anderen Sprache zu drehen? Da muss man vielleicht zu sagen, dass unsere niederländischen Passagen deswegen drin sind, weil wir haben in Amsterdam gedreht und es war für uns wichtig, einen regionalen Bezug zu haben. Das heißt, unsere Darstellerin ist eine Niederländerin, die Deutsch spricht, aber zwischendurch natürlich in ihre Muttersprache wechselt. Dementsprechend wäre jetzt meine Antwort auf deine Frage, dass ich das natürlich dann mache, wenn das Sinn macht. Also wenn ich das Gefühl habe, die englische Sprache entspricht meiner Story und hilft dem, weil es zum Beispiel in England spielt, weil es eine amerikanische Systemkritik von innen ist, was auch auf dem Festival schon lief, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber zweckentfremdet, also sagen wir mal, wenn das Thema offen ist und dementsprechend keine Hinweise da sind, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich Deutsch präferieren. Einfach, weil es natürlich meine Muttersprache ist, weil ich, glaube ich, besser schreiben kann auf Deutsch, Dialoge einfach natürlicher wirken als in einer Sprache, die ich auch nicht besonders gut kann, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich, glaube ich, eher zum Deutsch tendieren. Super, das war's schon. Danke dir für das Interview, ne?